Herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, ihr seht, ich bin ein bisschen fleißig, oder zumindest versuche ich es. Wir haben ja jetzt hier vorne schon den Wasserlauf und den Boden von dem oberen Etagending. Und hier, es muss noch alles aufgewertet werden. Hier muss ich auch noch alles füllen. Aber und hier drüben ist natürlich auch noch nicht alles gefüllt. Das sind jetzt so die Arbeiten, die ich quasi hier gerade erledige. Wie gesagt, hier muss ich alles noch zukleistern. Und dann halt noch alles aufwerten. Und hier habe ich dann auch schon mal die Treppe quasi. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich hier dann quasi einen Durchgang lasse. Und ob ich hier hinten dann vielleicht Elektrozeug mache, dass man vielleicht doch tatsächlich Elektrolichter hier reinpacken. Es wäre eigentlich nicht meine Art, aber vielleicht mache ich es doch. Und hier, da hatte ich dann keine Rahmen mehr, da muss ich hier quasi noch alles ausfüllen. Ja, genau, das ist noch viel, viel Arbeit, genau. So, dann gehe ich jetzt mal hier runter. Ach ja, genau. Hier habe ich jetzt auch schon diese ganzen, diese Zwischenstützen quasi gebaut. Ihr seht das hier, die ganze Reihe hinter und auf der Seite quasi. Und es nimmt langsam, aber sicher wird es. Es wird so. Wir bauen heute, aber nicht an der Basis, sondern wir bauen heute an der Falle weiter. Achso, ne, Licht habe ich schon an. Wir bauen auf jeden Fall an der Falle heute weiter. Und dazu brauche ich ganz viel Menschenkram. Falls wir das überhaupt hinkriegen, wenn nicht, dann müssen wir sammeln gehen. Was sind meine ganzen Elektroparts hier? Was sind meine ganzen Mechanicalparts? Ich sehe es gerade gar nicht. Hä? Habe ich die irgendwo? Hier, ich müsste auch mal sortieren. Ich sehe nichts. Schlafsack liegt. Okay, ich war mir gerade nicht sicher. Mechanical Parts. Da sind sie. Da verstecken sie sich und sagen nichts. Okay. Das und das und das. Und was brauche ich noch? Ich brauche nämlich Dart Traps. Ah, ne, warte. Ich wollte eigentlich geschmiedetes Eisen. Brauche ich, wenn dann... Okay. Habe ich das überhaupt? Warum habe ich kein geschmiedetes... ich wollte schon sagen. Ich muss unbedingt aufräumen. Okay. Blade Traps brauchen wir. Blade Traps. Da brauchen wir... Wie viel haben wir gesagt? 1, 2, 3... Waren das 6 Stück oder 8 Stück? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich mache mal 8 Stück, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann brauchen wir einen Generator. Da bauen wir mal 3 Stück. So. Jetzt nehmen wir mal... Obwohl, Stein kann ich draußen einklopfen. Ich brauche kurz Steine. Wir holen uns die ganzen Dartrips aus meiner Falle. Ich hoffe, ich habe da nicht repariert. Ich hoffe, ich habe da nichts repariert. So, lass mich... Ich renne mal gerade hinter. Weil es werden... Ich benutze ja die Falle hier rechts sowieso nicht mehr anscheinend. Wir werden die nächste Falle probieren. Und da werde ich halt eben, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung, 24 Dinger brauchen oder so. Jawohl, nee, ich habe da noch nicht repariert. Sehr gut. Ich hoffe, die sind da damals durchgekommen. Jawohl, die sind da durchgekommen. Jawohl. Obwohl, warte, hier hätte ich ja sogar einen Schwung, ne? Ich brauche gerade ein paar Steine, die habe ich ja jetzt schon wieder vergessen, ne? Dann machen wir den noch ein bisschen. Ich brauche 10 Steine. Minimum. So, komm noch einmal. Jawohl, alles klar. Gebietsschutzblock, 2 Stück. Jawohl. Dann können wir den gerade hier reinhauen, einmal. So, und ich hoffe nicht, dass die mir in der Zeit dann meine Basis ummähen. So. Einmal. Und zwar... Oh, die sind ja... Genau, die habe ich eigentlich noch hergerichtet. Ah, sehr gut. So, gib... Nein! Warte. Gib mir... Was? Repair. Der dürfte eigentlich kein Problem sein.
So, weil ich habe alles dabei. Okay, dann bauen wir die Dinger jetzt gerade mal ab hier. Dann, ja, benutze ich... Also die Falle, die hat echt wunderbar funktioniert. Auch, ne, später noch. Die sind zwar immer ziemlich flott durch die Dings gekommen. Krieg ich die? Ich probiere es jetzt gerade mal, ob ich die Munition einfach so in die Tasche krieg. Lalala. Oder ob die dann weg sind. Und. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Ich habe die in die Tasche bekommen. Sehr gut. So, den reparieren. Reparieren. Ja, ich finde das nämlich echt nicht schlecht, die Falle. So, dann... Ich trau mich nicht. Doch, ich trau mich anscheinend schon. Obwohl, nee, ich trau mich nicht. So, zack. Und zack. Und das hier alles. Ja, ich habe die eigentlich vorbereitet. Aber wir sind ja dann zu Dings gegangen. Zu dem Entschluss, dass wir uns die eine Falle fertig bauen mit sag's mir. Mit über dem See schweben quasi. Und danach wollte ich da hier machen, aber dann haben wir es ja probiert eben, die Horde zu bekämpfen, während wir draußen auf der Straße rumrennen. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Also ich denke wirklich, diese Falle hier hat ausgedient. Weil sie funktioniert super, das weiß ich ja jetzt. Und ja, jetzt heißt es andere Fallen bauen. Weil es ist langweilig, dann immer in der gleichen Falle zu sitzen. Das ist ja eben das, was ich an 7 Days so mag. Immer wieder irgendwas ausprobieren. Und wenn es mir in die Hose geht, ganz egal. Einfach mal ausprobieren. So, da haben wir jetzt hier eigentlich nur noch die beiden, ne? So, ganz Eisen. So, oh, das kriege ich nicht mehr rein. Das kriege ich nicht mehr rein. Nein. Okay, aber die kriege ich. Warte, die war jetzt leer. Nein, lass auf. Die war leer, die kann ich noch einpacken. Jawohl. Ich könnte Spike draußen hinsetzen. Da könnte ich einen Schwung reinschmeißen. Das wäre noch eine Idee. So, oder... Na gut, ich kann die noch nicht drüben gebrauchen. Ich kann die drüben leider noch nicht gebrauchen. So. Okay, den da hier. So. Bike hinsetzen. Und befüllen. So, guck mal, wie viel Munition. Und das wird nicht reichen. Weil ich brauche mehr. So. Schnell zurück. Und die restlichen noch holen. Eins zu früh. Stopp. Hier rein. So, und... Nein. Ja, doch. Nein, warte. So, und ich habe Durst. Egal. So, warte mal. Das waren jetzt 2, 4, 6, 8, ne? 8 Dart-Traps. Das heißt, ich brauche viel mehr. Ich brauche viel mehr. Viel mehr. Dann könnte ich aber eigentlich die Dinge auch holen. Die Generatoren und die Motoren könnte ich auch alle holen. Habe ich die schon rausgeholt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. So. Die Dinger kann ich eigentlich auch mitnehmen, ne? Mitnehmen. Achso, da muss ich nur eh gedrückt halten. Ah, ich verstehe. Ja, wie cool. Weil ich finde das gut, dass man die Dinger mitnehmen kann. Das ist echt eine gute Neuerung hier. So, mitnehmen. Brauchen wir hier nicht mehr. Und ich habe Durst. Ich hab so Durst. Dann trink, Mädchen. Trink. So, wie viel? 152 und das ist einfach Durst. Ist klar, Mädchen. So, gib mir... Was? Broken? Egal, komm, das kriegen wir repariert. Das ist alles Zeug, was ich mir danach spare. Und ich find's schön, ne? Also seit jetzt hier die Vögelchen und so wieder zwitschern hier im grünen Gebiet. Es ist eigentlich echt schön. Es ist nicht ganz so leise. Gut, ich meine, ich bin eh immer am Zwitschern, aber... Ne, aber ich finde es echt schön, dass die Hintergrundgeräusche wieder da sind. Finde ich schön. So, dies nehmen wir mit. Das. Dann haben wir hier alles. Dann kommen jetzt die Motoren. Und kann man den Schalter auch abbauen? Ah, Tatsache. Wie cool. Okay, mitnehmen. So.
Dann, nee, die habe ich noch nicht rausgeholt gehabt. Sehr cool. Mitnehmen. So. Und dann noch den anderen. Dann ist diese Falle hier komplett. So, ja, guck mal, den reparieren wir einfach mal kurz. Weil ich hatte hier halt dann leider auch oft Zombies drin. Ja, manchmal. Warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Ich will... Oh, da. Stimmt, den haben wir ja dann doch nicht gebraucht. Genau, egal. Mitnehmen. Wir haben ja uns dann entschieden, nur noch irgendwie den einen zu benutzen. Genau. Ach, da ist der andere Schalter. Genau. Mitnehmen. So, haben wir uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen Material gespart, indem wir hier alles mitnehmen. Nein, 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 nein. Was machst du? Geh nach oben, Mädchen. Okay, dann haben wir hier nichts Elektronisches mehr. Das können wir dann alles in die neue Falle reinstopfen. Aber ich bringe das jetzt erstmal nach Hause, weil ich habe kein Benzin dabei, glaube ich, oder? Doch, ich glaube schon. Ups, 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 nicht an meiner Maus kleben bleiben. Sind schon wieder Schweinchen da? Ich sehe gerade nichts. Ich müsste eigentlich den Mais abbauen, damit ich immer... Ne, es sind noch keine Schweine da. Damit ich das immer sehe. So, dann einmal runter. So, Vorsicht, Vorsicht. So. Zumachen. Ja, ich weiß, immer dieser Schaden, ne? Blödes Spike. Blödes Spike. So. Genau. Bum, 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 bum. So, Vorsicht, Vorsicht. Haha, guck mal dahin. So. Den Dingsklotz muss ich aber nur austauschen, habe ich gerade gesehen. So, so, so. Dann hauen wir den hier schnell weg. Einmal und zweimal und dreimal und jetzt sitzt das Ding wieder sehr gut. Okay, das heißt, wir brauchen... Ja gut, einmal alles in die Tasche. Ich hau das jetzt einfach mal hier rein. Ich muss sowieso noch sortieren. Ganz, ganz schlimm. So, so. Dann gib mir den ganzen Dings noch hier. So, das wird nicht reichen. Wir müssen nochmal Eisengeschoss andingsen. Das ist jetzt für 8. 8, okay. Was? Ach, hier. Dann können wir das hier nochmal dingsen. Also, ne? Machen wir einen noch so. Weil wir haben ja jetzt hier 2 funktionierende. Genau, dann hätte ich gerne Dart-Traps. Also, ich brauche... Ich muss mal kurz ausrechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pro Ding. Kann das sein? Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich brauche 8. 4 mal 8 sind 32. Das heißt... Das ist viel zu viel. Ich kann nicht 32 Dinge bauen hier. Das ist viel zu viel. Wie mache ich das jetzt? Oder wir machen 4 pro. Oder? Ey, warte mal. Wie viel könnten wir denn herstellen? Wir könnten noch 4 herstellen. Und dann fehlt uns geschmiedetes Eis. Nee, Mechanical Parts fehlt uns. Okay, das heißt, wir müssen... Okay, wir müssen im Krankenhaus, wenn wir da hingehen, alles Elektronische abbauen. Ach du meine Güte. Eieiei. Warum will ich immer so Dinger bauen, die hinten und vorne Material brauchen ohne Ende? So, das hier, doch, Benzin hatte ich sogar. Durch die Generatoren. Das finde ich gut, dass man die Sachen zurückbekommt. Warte, hier ist noch so ein Dingsen. Okay, wir brauchen den dann gerade... Doch, doch, klar, warte, wir brauchen den. Wir brauchen... Ach, behalt's. Behalt's einfach, ist egal. So. Ich brauche davon einen ganzen Schwung. Ich brauche die da. Ich brauche... Habe ich jetzt auch Platten oder so? Nee, ne? Soll mir noch schnell Platten machen. Ich brauche Platten. Ne, warte, das wird zu viel. So, dann machen wir hier kurz... Ne, die sind am Arbeiten. Der ist leer. Genau, weil keine Steine. Platten.
Ich brauche mindestens 2, 4, 6, 8. 8 Platten brauche ich auf jeden Fall. Ich mache mal 10 Stück. Dauert auch noch ein paar Sekunden, damit ich die Chance habe, schweben lassen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und was brauche ich noch? Genau, ich muss mal gucken. So, währenddessen kann ich die Gläser wegschmeißen hier. Und zwar, ich habe jetzt, ja, nee, das habe ich ja letztes Mal gemacht, ne? Das kennt ihr ja noch. Genau, hier. Kennt ihr ja. Es ist noch nicht wirklich vollendet, aber wird noch. Wir könnten aber... Nee, können wir nicht. Nee, mache ich jetzt nicht. So, 10. Jawohl, fertig. So, wir gehen zurück. Soll ich nochmal... Ich schmeiße noch schnell die Eisenstangen-Dinger an. Weil ich werde definitiv mehr Geschossdinger brauchen. Ich werde nicht nur die 8 Dart-Traps hinbauen. Ich brauche mehr. So, was nehmen wir denn? Das da nehmen wir her. So, das hier. Ich habe jetzt gerade keine Türen dabei. Das hier. 4000. Warte mal, es sind 500er, da, ne? Das heißt 500, 1000, 2000, 3000. Das heißt, der fasst nur 3000. Deswegen machen wir so. 1, 2, 3 und 3. So, da müsste ich 3000 voll kriegen, ne? 500, 1000. 2000, 3000. Müsste klappen. So, dann hier können wir hier auch ein paar herstellen. Was ist, wenn man das hier, 400? Ist das jetzt 400? Ne, das ist 4000. Okay. Dann 1, 2, 3. Ich mache einfach mal. Und 2. So. Okay. Dann ist das ganze Zeug in Arbeit. Dann können wir jetzt lostigern und können dafür sorgen, dass wir an der Falle weiterbauen. Und dann kann ich die nämlich direkt mit euch dann testen, wenn es natürlich wieder soweit ist, beziehungsweise wenn sie in der Zeit auch fertig ist. Weil ich würde sagen, wir gehen nächstes Mal dann auf jeden Fall ins Krankenhaus. Wir haben ja jetzt die Fabriken durch. Und das Krankenhaus ist, ich glaube, nicht ganz so groß, aber auf jeden Fall auch sehenswert. Und da gibt es natürlich auch ein bisschen Loot und alles und ein paar Zombies und... Ach ja, es ist schön. So, einmal tanken bitte. Und dann fahren wir los. Ja, und dann guck mal da, weil ich denke, da gibt es ja diese ganzen Röntgenbilder, da gibt es die ganzen Fernseher, die ganzen Lampen. Ich glaube, da kriegen wir schon genug Elektro- und Mechanical-Parts zusammen, damit wir hier an unserem schönen Dings noch weiterbauen können. So, gib mir das Bike. Einmal tanken, okay. So, okay, lass mich mal gucken. Wir waren hier noch nicht fertig. Bike kurz weg. Gib mir das. Ich habe keine Rampen. Aber ich glaube, wir brauchen auch keine Rampen. Ich hoffe, ich brauche die jetzt nicht. So. Genau, deswegen... Ihr wisst ja, ich werde jetzt hier kurz buddeln. Und dann haben wir Regenwetter. Ist auch nicht schön. Genau. Buddeln werde ich ganz, ganz schnell. Und dann die Mauern ziehen. Damit das vollendet ist. Hier. So, das wäre dann soweit alles. Sehr gut. Dann haben wir alles.
dann brauche ich quasi Stützen, um oben zu kämpfen quasi. Ich schätze, ich mache die hier an den Säulen. Ich glaube, ich mache die an den Säulen. Ich hoffe, dass das überhaupt reicht oder klappt hier. Ja, ich probiere es mal. Das heißt, es wäre hier, hier und hier und hier, ne? So, es sei denn, ich mache... Nee, das ist schon wieder zu viel. Das ist... oh Gott, ich hoffe einfach nur, dass das dann funktioniert und klappt hier. Beziehungsweise, wartet mal, ich will ja die Dinge auch haben. Und zwar... Warte mal, wenn man jetzt hier einen Block hinsetzt, komme ich dann auch durch oder nicht? Erstmal probieren. So. Jetzt gucken wir mal. Ah ja, das geht. Das geht wunderbar. Da kommen dann die Zombies auch hoch und runter. Alles gut. Alles gut. Das heißt, wir hauen jetzt hier überall diese Stäbe rein. So. Zack, zack. Dann ist es nämlich auch nicht ganz so schlimm hier mit dem Dings. So. Jawohl, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das hier so. Vorsicht, Vorsicht. Sieht jetzt natürlich nicht so doll aus, aber krieg mal hin. Wartet. Genau. Und hier würde ich dann sagen, machen wir einfach... Warte. Nein, gib mir... Ja, den da. Also, das machen wir einfach so, damit es ein bisschen schicker aussieht. Wenigstens an den Seiten, genau. Also, dann gib mir das hier wieder. Kopieren. So, das muss ja keinen wirklichen Sinn erfüllen hier. Es muss einfach nur passen und das passt absolut nicht. Das passt nicht, mein Freund. Gib mir die Hacke. Wir müssen das wieder abhacken hier. Solange es noch feucht ist. Jetzt schneit es die ganze Zeit. Ne? Das ist halt der Nachteil, wenn man im Schneegebiet baut. Aber gut, soll uns jetzt nicht stören. Uns ist warm bei dem Gedanken, wie wir hier dann alle Zombies abschlachten. So, zack, und die nächste die nächste Blutnacht hier überleben. Die Apokalypse überleben wir ja schon die ganze Zeit, ne? So, dann das hier miteinander verbinden. So, und warum mache ich jetzt hier diese Pfostendinger rein? Ganz, ganz einfach, weil ich mich dauernd verklicke. Nein, es ist so, ich habe festgestellt, unter anderem auch im Stream, dass wir ja hier unbeschwert laufen können. Aber die Zombies, die fallen durch diese Schlitze durch. Das heißt, die wollen mich hier knabbern und dann fallen sie runter und landen hier. Und hier unten werden dann die Blade Traps auf die Zombies warten. So, jetzt wissen die leckere Schwelle ist da oben. Das hier ist ein Weg, also werden die hier diesen Weg nach oben stiefeln. Werden wieder hierher laufen und plumps fallen sie wieder runter. Das ist der ganze Plan an der Sache. Und ich glaube, ich muss die Platten doch woanders hinpacken. Egal. Weil die werden ja versuchen, dann auch meine Säulen. Ich möchte nämlich dann über denen quasi schweben. Ja, da möchte ich dann schweben und das könnte sein, dass... dass die dann hier stehen bleiben und das ist nicht so toll. Die sollen ja hier drauf gehen. Vielleicht mache ich einfach nur hier in der Mitte irgendwie eine Platte. Das wäre noch eine... Das ist die Option überhaupt. Ich glaube, da mache ich auch. Ich denke noch ein bisschen drüber nach. Ich denke noch ein kleines bisschen drüber nach. So. So, damit es schöner aussieht. Genau. Passt. Wunderbar. Passt, sitzt da Luft. Aber ist mir jetzt ein Ding zu gefährlich? Ja, ist es. Definitiv. Okay, ist mir... Schaffe ich 4 da rein? Nein, schaffe ich nicht. Okay. Dann brauche ich... Ich glaube, ich mache da nur einen hin. So, vielleicht fallen die dann, wenn die nämlich versuchen wollen, die Säule einzuschlagen. Ich teste das jetzt. Sowas habe ich wirklich noch nicht gebaut. Ich habe bis jetzt nur diese Falle quasi so gebaut mit den Blades drunter und die hat eben wunderbar funktioniert. Aber das, was ich jetzt hier versuche mit den Platten und der
oberen Etage sozusagen, das ist Neuland für mich hier. So, wo es da ist und da wäre die Mitte. Kann das sein? Hier. Das da ist in der Mitte und das da ist in der Mitte. Jawohl, das wäre die absolute goldene Mitte. Okay. Dann dreh dich. Dreh dich. Ja, so ist gut. Bin ich zu nah? Ja. So. Okay. Das wäre dann quasi, ne? Die Stütze für meinen Turm. So, jetzt ist natürlich, ich darf nicht ganz so hoch bauen, weil da drunter ist nichts, was mich hält. So, wie hoch? Einen vielleicht noch? Kriege ich das noch hin? Wie weit bin ich jetzt oben? Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ne, da krabbeln die hoch. Da krabbeln die tatsächlich noch hoch. Nicht einstürzen. 5, 6. 6, okay. Dann brauche ich daneben, wäre es ganz gut. Jetzt habe ich die Dart-Dinger nicht dabei, ne? Ach ja. Ich überlege noch. So. Das heißt, ich bräuchte Eisengitter. Ich fall runter. Ich brauche Eisengitter und ich brauche... 1, 2, 3. Ich brauche die ganzen Dart-Dinger. Genau. Weil ich hätte jetzt gerne, um die Säule zu schützen, hätte ich gerne hier Dart-Traps dran gemacht. Dass wenn die Zombies hier stehen und da drauf kloppen, dass die von den Dart-Trap-Dingern erschossen werden. So wäre zumindest der Plan. Genau, gut. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal nach Hause. Und wir müssen, das muss dann auch alles nochmal aufgewertet werden. Das bringt jetzt gerade gar nichts, ne, wenn ich das jetzt schon mache. Und Eisenstangen hätte ich gern. Wie viele bräuchte ich denn da? Also wenn ich jetzt sage, ich mache hier Dart-Traps rein, ja, da könnte man vielleicht sogar echt jede... Das ist ein bisschen viel, aber komm, wir übertreiben gerne. Ich probiere es einfach. Dart-Traps. Und dann bauen wir 1, 2, 3, 4, 5. Ich gucke nämlich auch gerade, ob das hält. 5, 6, 7, 8, 9. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Eisenstangen. 16 Eisenstangen, damit ich dann hier auf dieser Plattform sein kann. Es hält anscheinend. Ich probiere es. Okay. Aber es ist ja auch nichts Aufgewertetes, ne? So, was habe ich gesagt? 16, ne? 16 Eisenstangen und die Blade... Dart-Traps, nicht Blade-Traps, ich trottel. So, okay, wir reisen kurz nach Hause und machen das Ding fertig. So, und dann muss ich unten, glaube ich, da muss ich aber... Oh, und ich brauche eine Rampe und ich brauche so viel. Ich möchte nämlich anständig da auch wieder hochkommen, falls ich mal runterfall oder... Na? Ich will hier ein bisschen besser bauen wie sonst immer. Wir haben jetzt auch nicht so den Zeitdruck, deswegen muss das klappen. Genau, gut. Dann werfe ich die 16 Dinge an, warte, bis die fertig sind. Dann bauen wir jetzt nächstes Mal noch ein bisschen an der Falle. Ich muss das jetzt gerade fertig kriegen hier. Und dann gehen wir ins Krankenhaus rein. 16 Eisenstangen. Genau. Aber ihr seht jetzt, denke ich mal, was ich denn ungefähr vorhabe. Und das kriegen wir hin. Und dann testen wir das. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht holen sie mich auch in den ersten 10 Minuten von dem Thron da oben runter. Und dann ist das ganze Ding sowieso schon gelaufen. Genau. Gut. Dann sage ich aber schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Eisenstangen. 16 Stück. So, 5 Minuten. Genau. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.